Ich weiß, du hast keine Zeit, Rebecca. Ihr probt gleich. Ja. Und du isst nur noch ein Hanuta. So ist es. Ist ruhig, ich trinke ja auch. Ja. Ich dachte, es ist vielleicht zu laut, wenn ich hier so rumdingse. Nö. Okay. Ist ein angenehmes Knistern eigentlich. Okay. Ist auch mal entspannt, wenn jemand nicht redet, sondern knistert. Okay, dann machen wir das einfach so. Ja, so direkt wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Was probt ihr denn eigentlich? Kritische Masse. Hä? Kritische Masse. Kritische Masse? Ja, weil wir heute Abend spielen. Ah, ihr spielt heute Abend. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du bist in einem Workshop und ihr probt im Workshop was. Nee, nee, nee. Also ich bin im Workshop, aber nicht heute Nachmittag, weil wir heute Abend spielen. Ja. Ihr habt es ja selber nie gesehen. Du hast es selber nie gesehen, kannst nicht sagen, ob es gut ist, ja. Ich habe schon die Erwartung ans Publikum, dass es das gut findet. Ja. Gutes Gefühl oder bist du aufgeregt oder ist es irgendwie... Nee, noch nicht, glaube ich. Aber vielleicht, wenn ich das erste Mal verkacke. Heute Abend. Nie Text vergessen, aber bei den Berliner Festspielen dann mal voll irgendwie. Nee, eigentlich geht es nicht um den Text. Eher um die Choreos. Mhm. Also ihr habt viel Tanzelemente drin oder... Ja, es ist nicht so richtig Tanzen, glaube ich. Es ist eher Sport. Sport. Okay, kritische Masse, ein Sportstück. Passt zum DFB-Pokalfinale dieses Wochenende.